Am 8. März fand wieder der Weltfrauentag statt. Grund genug für die Frauenbewegung Allerheiligen im Mürztal, den runden 50er zu feiern und das mit prominenten Gästen. Weil 50 Jahre ist wirklich eine lange Zeit und diese Gruppe hat so viel Kontinuität bewiesen einerseits, aber vor allem auch Lust weiterzumachen. Und ich glaube, das ist das Schöne, dass man nicht in der Vergangenheit stecken bleibt, sondern heute sieht, es ist eine aktive Ortsgruppe, die von vielen Frauen immer wieder getragen und gehalten wird. In der Feierstunde wurde auch auf die Notwendigkeit der Frauenbewegung hingewiesen, die gerade in Zeiten wie diesen voll an Bedeutung gewinnt. Wichtiger denn je, möchte man meinen. Es ist eben nicht alles selbstverständlich. Es geht aber vor allem darum, eben diese Frauenarbeit auch nach außen zu tragen. Denn Frauen haben von Anbeginn an ihren Teil geleistet, aber er ist oft im Hintergrund verschwunden. Und es ist auch ein Teil der Frauenbewegung, einfach zu zeigen, was Frauen in unserem Gemeinschafts- und Gesellschaftsleben leisten, und damit heißt es auch, was Frauen in der Politik oder als politische Bewegung leisten. Und ich wünsche mir natürlich, dass hier auch sichtbar wird, dass wir durchaus den einen oder anderen Mehrwert beitragen können und eben auch ein bisschen anders sind. Das gehört dazu. Naja, ich glaube, also am Beispiel der Frauenbewegung hier in Allerheiligen sieht man, dass die Arbeit in den letzten 50 Jahren ganz eine wichtige war, aber ich glaube, ist ein derartiges Jubiläum natürlich auch immer Anlass, dass man nachdenkt, wie man die Zukunft gestaltet. Und ich glaube, da ist viel zu machen, was die Frauenpolitik betrifft. Es ist heute so, dass auch Frauen selbstverständlich auch zur Arbeit gehen. Und das ist die Frage zu klären, wie man, wer auf die Familie, wer auf die Kinder schaut und so. Und ich glaube, hier ist gerade die Frauenpolitik oder die Frauenbewegung stark auch gefordert für die Zukunft. Thema Zukunft. In der wird Landesrätin Edlinger-Bloder der Politik nicht ganz abhanden kommen. Ich kehre der Politik nicht ganz den Rücken. Ich verändere ein bisschen die Perspektive, aber ich habe heute auch schon gesagt, da bleibt dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Frauenpolitik, und das kann man ja auch sehr positiv sehen.